Das Jahr 2018 war in Sachen Smartphones richtig spannend. Alle Hersteller haben irgendwie versucht, in Sachen Kamera und Design die Grenzen zu verschieben. Man kann jetzt immer noch bessere Fotos machen und die Smartphones bestehen zumindest vorne fast nur aus Display. Aber es gibt tatsächlich ein Smartphone, das bei fast all diesen Dingen nochmal aus der Menge heraussticht. Das ist das Huawei Mate 20 Pro und ich habe das von Huawei schon bekommen, kurz vor Marktstart, und konnte es wirklich eine ganze Weile testen. Und wie gut es tatsächlich ist, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Also erstmal viel Spaß. Das Mate 20 Pro hat einen sehr schmalen Formfaktor. Man kann es ohne Mühe in einer Hand nutzen. Nicht nur die Form sorgt dafür, sondern auch das verwendete Material. Wenn man nämlich die Farben Emerald Green oder Midnight Blue nimmt, bekommt man ein Smartphone, bei dem auf der Rückseite so kleine Riffel eingebaut worden sind. Dadurch liegt das Smartphone nun noch besser in der Hand und ganz nebenbei ist das dann auch gegen Fingerabdrücke richtig resistent. Leider ist das bei der Twilight-Version, die ich hier habe, nicht möglich, aber hey, die sieht wenigstens richtig cool aus. Das Mate 20 Pro hat ein 6,4 Zoll großes Display mit einer grandiosen 2K+ Auflösung. Genauer gesagt sind das hier 3120x1440 Pixel verbaut. Dadurch entsteht eine Pixeldichte von 538 ppi. Oder mit anderen Worten, das mit Abstand beste Display, das in einem Smartphone je verbaut wurde. Es ist sehr hell, die Blickwinkel sind super, die Farben schön kräftig und dank OLED natürlich auch überragende Schwarzwerte. Unter diesem tollen Display verbirgt sich übrigens ein sehr schneller Fingerabdrucksensor. Genauer gesagt ist der Sensor im Display verbaut, also was zunächst ein echt cooles Gimmick war, aber weil man den Sensor nicht sieht, kann es auch häufiger mal vorkommen, dass man daneben tippt, was auf Dauer irgendwie echt nervig sein kann. Ich selbst greife dann doch lieber auf die Gesichtsentsperrung zurück. Denn am oberen Displayrand ist zwar die Notch, die ist aber deshalb so breit, weil nicht nur die 24 Megapixel Frontkamera verbaut wurde, sondern sind da auch weitere Sensoren für die Gesichtsentsperrung. Wenn ich das Smartphone nämlich entsperre, bedeutet das ja auch, dass ich auf das Display schaue, weil das 3D Face Unlock auch noch so gut funktioniert, habe ich mich einfach daran gewöhnt. Allerdings ist das noch lange nicht das Beste an dem Smartphone, denn auf der Rückseite befinden sich nicht nur ein oder zwei, nein, sogar drei Kameralinsen. Huawei packt in diesem Smartphone wirklich das Beste rein, was sie gerade zu bieten haben. Wobei, das kommt ja eigentlich alles von Leica, mit denen die Kameras auch gebaut worden sind. Die Triple-Kamera besteht aus 40 Megapixel Weitwinkel mit einer f1.8 Blende, dazu 20 Megapixel Ultraweitwinkel Linse mit f2.2 und einer 8 Megapixel Telefotolinse mit ebenfalls lichtstarker 2.4 Linse. Alle Kameras verfügen über Autofokus und Stabilisierung, die über künstliche Intelligenz gesteuert wird. Doch wenn ich schon über die Kamera rede, schaut selbst rein. Das Mate 20 Pro macht sowohl im Weitwinkel als auch mit totalem Zoom tolle Fotos. Außerdem kann man ganz Huawei-typisch den Fokuspunkt sowie die Unschärfe im Nachhinein noch verändern. Obwohl es viele gute Smartphone-Kameras gibt, sticht die hier einfach noch heraus. Doch das wäre noch nicht alles, denn das Mate 20 Pro kommt mit wahlweise 6 GB RAM und 128 GB Speicher oder gleich 8 GB RAM und damit gleich 265 GB Speicher. Als wäre das noch nicht genug, packt Huawei noch hier die Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Aber Hochmut kommt dann doch irgendwie vor dem Fall, denn statt MicroSD-Karten setzt Huawei hier auf die eigenen NM-Karten. Die sind zwar sehr klein und nehmen wenig Platz weg, allerdings sind die auch deutlich teurer und schwer zu bekommen, was ich irgendwie auch echt uncool finde. Jedoch wird bei der einen oder anderen Sache so richtig geklotzt und nicht nur gekleckert. Das Mate 20 hat nämlich einen Akku mit sage und schreibe 4200 mAh. Der verbaute Kirin 980 Prozessor arbeitet auch noch so effizient mit der Software, sodass der Akku auch im Hardcore Gaming erst nach 2 Tagen in die Knie geht. Selbst wenn er dann mal alle paar Tage leer sein sollte, ist das im Nu wieder voll, denn Huawei packt hier das sogenannte Supercharge-Ladegerät ein. Das feuert dann das Smartphone mit 40 Watt in einer halben Stunde mit 70% wieder voll. Und das bei diesem riesigen Akku. Als wäre das noch nicht genug, gibt es noch Wireless Charging obendrauf. Wer jetzt noch nicht genügend Kaufargumente für dieses Smartphone gesehen hat und gehört hat, der schaue jetzt her. Denn das Mate 20 Pro beherrscht zudem eine Funktion, die sich Reverse Wireless Charging nennt. Das heißt nämlich, dass das Smartphone das gleiche macht, was ein Wireless Charging Pad auch kann.
nämlich andere Smartphones aufladen. Na gut, das hört sich auch in der Theorie sehr, sehr gut an, doch in der Praxis dauert das dann doch schon sehr, sehr lange. Aber ich möchte nochmal hier sagen, damit ist nämlich das Mate 20 Pro definitiv die teuerste Powerbank der Welt. Übrigens, wenn man sich schon an dieses schnelle Aufladen gewöhnt hat, sollte man sich auch den Huawei eigenen Wireless Charger gönnen, denn der kommt übrigens in der Farbe Weiß, was ich bevorzuge. Außerdem lädt er das Ganze auch noch drahtlos mit 15 Watt auf, was kein anderer Hersteller auch noch bieten kann. Als Fazit kann ich eigentlich nur noch sagen, das ist das beste Smartphone 2018. Für mich jedenfalls. Ich hatte zwar das OnePlus 6T noch nicht wirklich lange hier im Test, aber rein auf dem Papier schlägt es wirklich alles in Grund und Boden. Mir gefällt zwar nicht so richtig, dass Huawei alles vorinstalliert und so viel Software drauf installiert, richtig vollmüllt, aber die ein oder andere Software mit der eMotion UI ist tatsächlich nützlich. Denn mittlerweile kann man auch den Desktop-Mode kabellos aktivieren. Das heißt, das Mate 20 Pro verbindet sich ganz von alleine mit dem Fernseher und man kann jetzt gemütlich auf der Couch via Smartphone auf dem Fernseher surfen. Außerdem ist der Preis mit ca. 1000 Euro etwas hoch. Es ist nicht zu teuer, weil man bekommt eine ganze Menge Technik mit diesem Smartphone. Und ich hatte auch tatsächlich nicht allzu viele Huawei Smartphones bisher da, aber von dem hier bin ich wirklich angetan. Aber jetzt gebe ich es mal an euch zurück. Was haltet ihr von diesem Smartphone? Würdet ihr sagen, für den Preis kaufe ich mir lieber ein iPhone oder ein Samsung Galaxy beispielsweise? Was haltet ihr auch noch von diesem Video? Ihr dürft mir gerne Feedback geben via Like-Button oder schreibt mir unten in die Kommentare, was euch gefallen hat oder nicht gefallen hat natürlich. Ansonsten sage ich noch vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Abonniert den Kanal, weil dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya. Cause it's hard for my soul.